Wie du als Geschäftsführer es schaffst, dass deine Leute effektiver und produktiver arbeiten, ohne dass sie effektiv wirklich mehr arbeiten müssen. Das werden wir jetzt in diesem Video hier erklären. Viel Spaß dabei. Ja, das Thema Produktivität, Effektivität ist ein Riesenthema bei den Handwerkern. Allein deswegen, weil es sehr wenige gibt, muss man halt aus denen, die es gibt, das Maximum möglichst rausholen. Und es kann natürlich nicht der Weg sein, dass jeder Handwerker jetzt 30% länger arbeiten muss. Es geht vielmehr darum, wenn wir von Prozessoptimierung oder von Strukturierung reden, dass die Handwerker in der Zeit, wo sie arbeiten, einfach mehr schaffen. Und wir haben jetzt drei Schlüssel für euch rausgesucht, wo wir sagen, das sind aus unserer Erfahrung, wenn man mit über 800 Handwerksbetrieben schon gearbeitet, einfach die Dinge, die am häufigsten schieflaufen, beziehungsweise man am häufigsten beheben kann, um 20, 30, teilweise 40, 50% mehr Produktivität rauszubekommen. Bedeutet, deine Leute schaffen einfach in der gleichen Zeit 40% mehr Umsatz als Beispiel jetzt. Ne? Ich würde beim Thema Effizienzsteigerung vielleicht nochmal einhaken wollen. Und zwar, was heißt Effizienzsteigerung eigentlich? Am Ende heißt es ja, dass mit dem Vorhandenen, was eh schon da ist, einfach mehr Output passiert. Ne? Also mehr Aufträge abgewickelt werden können oder einfach auch mehr Gewinn am Ende übrig bleibt, ja. Sodass du in dein Unternehmen, in deine Mitarbeiter, ne, ja. In neue Standorte, Werkzeuge und so weiter, vielleicht Fahrzeuge und so weiter investieren kannst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nochmal die Motivation überhaupt klar macht. Was heißt jetzt, Effizienzsteigerung ist jetzt erstmal so ein sperriger Begriff, aber am Ende heißt es einfach, dass sich das Handwerk wieder lohnt. Ja, ne? Ja, das ganz Wichtige ist ja, dass wenn deine Leute mehr schaffen, können sie mehr Gehalt verdienen, mehr Geld verdienen. Und das Ziel muss ja schon irgendwo sein, dass wir in ein paar Jahren, und da steuern wir drauf zu, so oder so, dass in ein paar Jahren die Handwerker mehr verdienen als ein Anwalt, damit es wieder Spaß macht, ins Handwerk zu gehen. Dass man nach 3 Jahren, wenn man Geselle ist, schon richtig gutes Geld verdient. Ja, dass man auch einfach der Industrie so ein bisschen einfach Kontra bieten kann. Exakt, das, was wir machen mit Strukturierung, sicheren Prozessen, ist ja, was die Industrie im Endeffekt seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gefühlt macht. Ne? Und man kann vielleicht jetzt nicht das rausholen, was die Industrie rausholt aus den Leuten. Das geht wahrscheinlich gar nicht, weil da einfach auch gewisse Skaleneffekte einfach nicht da sind. Aber man kann deutlich mehr rausholen, als viele es gerade machen. Und das ist das erste Thema, um da jetzt mal einzusteigen. Was wir da immer ganz häufig sehen, ist, dass einfach an vielen Stellen dumme, unnötige Fehler gemacht werden und sich nicht gefragt wird, es wird sich nur gefragt, ja, der Fehler ist jetzt passiert, wie löse ich es jetzt? Wie lösche ich das Feuer? Man fragt sich gar nicht, wo der Brandherd eigentlich ist. Man fragt sich gar nicht, wie kann ich denn verhindern, dass dieser Fehler in Zukunft wieder passiert? Und das Problem ist ja, ein Fehler ist ja nicht nur eine Sache, die jetzt blöd gelaufen ist. Ein Fehler kostet ja erstmal Zeit, weil es wurde jetzt schon einmal falsch gemacht. Ja. Er kostet Material, weil ich habe teilweise Material verballert. Es kostet Kundenzufriedenheit und es kostet nochmal Zeit, den Fehler dann auch richtig zu machen. Das sehen ja viele gar nicht, dass ein Fehler jetzt nicht nur, jetzt mache ich es halt nochmal vernünftig, sondern es ist einfach doppelte Zeit, die reingesteckt wird. Also das ist die Frage, wo passieren Fehler? Ne? Fehler passieren normalerweise da, wo einfach Dinge nicht geklärt sind. Ja, also Unklarheiten über den Prozess, ja. Unklarheiten, Anforderungen wurden vielleicht unklar aufgenommen. Dann Prozessschritte sind nicht immer ganz klar und auch einfach Schusselfehler. Ja. Das heißt Schusselfehler, was ist ein Schusselfehler? Schusselfehler ist eigentlich einfach alles, was nicht im Vorfeld irgendwie mal definiert wurde. Dann manchmal macht man es richtig, in den meisten Fällen wahrscheinlich. Und irgendwann ist halt mal der Moment, wo man eine bestimmte Sache vergisst, die halt wichtig war. Ja. Und wenn es da im Hintergrund keinen Ablauf oder keinen klaren Prozess gibt, wie man sowas verhindern kann, dann passiert halt so ein Fehler. Ja, die meisten werden jetzt natürlich sagen, ja, ganz ehrlich, das ist eine gute Sache, glaube ich, dass es funktioniert. Ach, mit meinen Leuten kriegst du das nicht hin. Die Frage ist immer, wie weit bist du bereit zu gehen als Unternehmer? Wie weit bist du bereit zu gehen, damit deine Leute eben diese Fehler nicht mehr machen? Und wir erleben es sehr, sehr oft, dass Unternehmer, die ambitioniert sind, die wirklich Lust haben, die auch daran glauben, dass ihre Leute mehr können, dass sie es wirklich schaffen, aus normalen Leuten, die jetzt nicht studiert haben, auch die Schule nicht perfekt abgeschlossen haben, die vielleicht auch, würde man als klassischer Handwerker sagen, nicht so viel mitdenken, trotzdem super viel rauszuholen, indem man eben das Mitdenken abnimmt, indem man sagt, ich mache Checklisten, ich mache Abläufe, ich mache Diagramme, dass die genau wissen, wie sie handeln müssen, in welcher Situation. Und es ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, es liegt an den Leuten, es gibt ja auch keine guten Leute mehr und mit den Leuten, die jetzt auf dem Markt sind, kannst du das vergessen. Aber nein, also ja, zum einen ist es schwieriger, definitiv, wenn die Leute nicht so intelligent sind, aber das fordert dich als Unternehmer wieder mehr. Ne? Also sorgt ja wieder dafür, dass du es schaffen musst, das, was die Leute, diese Stelle, die Leute nicht mitdenken, und davon wird es immer weniger geben, die mitdenken, einfach mit dem guten Prozess auszugleichen. Und wenn du dazu in der Lage bist, dann hast du einen Marktvorteil. Dann schaffst du es einfach, dass deine Leute effektiver arbeiten. Du schaffst es aus normalen, in Anführungsstrichen, Bauern, Läufe oder Türme zu machen, jetzt mal beim Schachspiel zu bleiben. Ja. Und du schaffst es einfach, dass deine eigentlichen Läufer und Türme vielleicht sogar Richtung Dame oder König aufsteigen. Und es einfach
einfach viel mehr schaffen in ihrer Zeit, viel zufriedener sind und damit auch wieder einfacher Leute findest. Weil du bist dann nicht mehr auf den absoluten Fachexperten angewiesen, der alles auf dem Schirm hat, genau wie du, sondern du kannst mit einer einfachen Person halt auch eine Menge bewegen, der ein gutes Gehalt zahlen, dafür sorgen, dass die einfach viel Mehrwert schafft. Und da geht ganz viel, ist ganz viel, was im Kopf sich bewegt. Aber wie gesagt, bei vielen endet dieser Gedanke schon, wo die sagen, nee, bei meinen Leuten geht das eh nicht. Ja, also ich finde, man muss sich auch einfach mal den Vorteil für die Mitarbeiter bewusst machen, die entstehen, wenn es klare Prozesse gibt und vielleicht sogar Checklisten, die einfach sicherstellen, dass dein Mitarbeiter auch so ein bisschen aus der Schusslinie, sag ich mal, gerät, weil sonst bekommt er einen auf den Deckel, wenn irgendwas falsch läuft, ja, vielleicht von dir oder im Team oder ihr vom Kunden. Und sobald es klare Abläufe gibt und der Mitarbeiter sich an diese Abläufe gehalten hat, dann kannst du ihm auch sozusagen keinen Vorwurf machen. Dann bist du sozusagen als Unternehmer in der Verantwortung, dass du sagen musst, okay, gut, dann muss ich den Ablauf hier noch besser machen. Exakt. Und der Vorteil für den Mitarbeiter ist halt, dass er sich immer komplett sicher sein kann, dass er alles richtig macht, wenn er sich an diesen Prozess hält. Ne? Ja, und du kannst dich darauf verlassen, eigene Erfahrung, wenn du wirklich starke Strukturen, starke Abläufe, starke Prozesse einführst, dann werden 99% der Leute, die zu dir kommen, werden das vernünftig hinbekommen. Ja. Das heißt, wenn es dann mal bei einem nicht klappt, dann liegt es in einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit an dir und nicht an ihm. Und dann musst du dich einfach fragen, wie kommst du weiter? Ja, und sowas hebt dich halt auch ab von anderen Handwerksbetrieben. Das kann auch keiner nachmachen. Weil, richtig. Das kann keiner einkaufen so einfach. Genau, weil dann würde nämlich der Fall sein, dass auch Leute bei dir arbeiten, die dann sagen, ey, bei uns ist alles so geil strukturiert, bei uns hast du so einen klaren Prozess. Ja, ich weiß schon das Wochenende oder ich weiß schon eine Woche vorher, wo ich nächste Woche im Einsatz bin. Und das wird nicht noch kurzfristig montags morgens irgendwie alles zurecht geplant, sondern ich habe da eine Verlässlichkeit, ich kann mich da ganz genau drauf verlassen. Und das erzählen die dann ja auch anderen wieder. Ne? Das heißt, das ist halt für dich auch ein richtiger Einstellungsmotor, dass du sagen kannst, wenn meine Mitarbeiter geile Prozesse haben und nicht mehr so viele Fehler passieren, dadurch ist auch eine geilere Stimmung, ja, weil nicht so viele Leute einen auf den Deckel bekommen müssen. Und diese geile Stimmung und diese klaren Prozesse, das trägt sich ja auch nach außen, ne? Und das erzählen dann deine Mitarbeiter auch weiter, dass es bei euch immer eine geile Stimmung ist, ne? Dass da alles sauber läuft, dass alles rund ist, dass mal keine Probleme gibt oder so. Und ich weiß jetzt schon, was sich jetzt ganz viele wiederdenken werden. Ich höre die Gespräche regelmäßig. Ja, ja. Die werden sich jetzt denken, ja, okay, aber es ist so, dass eine Woche im Voraus das geplant wird, ist ja bei uns auch so, aber da kommt immer wieder was dazwischen. Und was willst du machen, wenn jetzt am Montag der Kunde anruft und sagt, der ist halt hingefallen und der kann halt nicht die Baustelle aufmachen, weil der ist gerade im Krankenhaus. Jetzt ganz einfaches Beispiel. Ja, und es ist richtig, es wird immer Dinge geben, die dazwischen kommen, es wird immer Dinge geben, die den Plan verhindern, ne? Aber es wird niemals so sein, wenn du eine gute Struktur hast, dass das, was jetzt gerade schiefläuft, dann noch schiefläuft. Du hast dann immer noch ein paar Prozent, die schieflaufen, das ist ganz normal, das ist immer noch Handwerk, das ist immer noch eine Sache, wo man flexibel sein muss. Ja. Nur diese Flexibilität wird deutlich effektiver laufen, wird deutlich einfacher laufen, wird deutlich weniger gebraucht werden, wenn du eine Struktur hast. Aber du wirst, das ist richtig, du wirst niemals 100% genau immer wissen, was nächste Woche passiert. Es kann mal sein, da liefert jemand nichts, es kann mal sein, da passiert was, da wird jemand krank. Dann musst du umstrukturieren, das ist richtig. Aber selbst dann hast du eine Struktur fürs Umstrukturieren und bist damit schneller. Also, wie gesagt, wir haben da schon sehr vielen Leuten gesprochen und auch sehr viel mitbekommen, was dann auch so direkt Einwände sein können dagegen. Ich kann dir nur sagen, es gibt genug Leute, die haben es vorgemacht, die schaffen das auch in komplexen, in individuellen Branchen, da einen guten Job zu machen. Und wenn du jetzt sagst, das geht bei dir nicht, dann liegt das aktuell an deinem Kopf und dann liegt das nicht daran, dass es wirklich nicht geht. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ja. Wir haben noch zwei weitere Punkte, die kommen in den nächsten Videos, deswegen lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, dass du das auf jeden Fall nicht verpasst, weil die nächsten beiden Sachen sind wahrscheinlich für viele sogar noch einfach umsetzbar als das jetzt. Und da kommen die direkt einen großen Hebel raus. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.